Eine neue Folge Let's Play Minecraft. Willkommen zurück. Lasst uns doch spontan mal in unserem Garten schauen, dass wir nicht durch die Türen kommen. So, nein, sondern was denn so die Produktion unseres Alviaries so treibt. Dafür gehen wir einmal zu unseren Carpentern und sehen, uns fehlt schon wieder Bienenwachs. Wie jedes Mal fehlt hier einfach Bienenwachs. Ich sollte da vielleicht ein bisschen mehr reinmachen. Bienenwachs. So. Ansonsten haben wir überall noch genug von. Ah, vom Honig könnten wir vielleicht noch ein bisschen nachfüllen. Wie sieht das bei dir aus? 18 impregnated casings. Jo. So, die machen wir mal. Boah, das ist so traurig, ne? Dass das so ewig dauert. Sieben Stück. Boah, unfassbar. Na gut. Aber lass uns mal eben so diese Wachskapseln nehmen. Da holen wir uns ein bisschen Honig. Legen das da wieder rein und dann kann das dann erstmal weiterarbeiten. So. Und so, alles klar. Holz haben wir genug, Pollen haben wir erstmal genug, Royal Jelly haben wir erstmal genug. Ja. Gut, dann könnt ihr erstmal arbeiten. Obwohl, nee, lasst uns da nochmal ein paar Pollen reinlegen. Zur Sicherheit. Und ein bisschen Royal Jelly. So und so. Okay, wunderbar. Jo, wir machen uns dann heute wieder daran, die Lampen herzustellen. Da haben wir beim letzten Mal aufgehört. Und irgendwie ist das schon wieder Nacht. Machst du zu? Danke. So, dann legen wir uns eine Runde hin. Ja, und stellen uns dann jetzt die Res Lamps her. Würde ich sagen... aber ne, Moment, wir hatten ja auch noch diese Lampen, die wir herstellen mussten. Richtig. Dafür hatten wir doch hier schon mal angefangen. Okay. Und wir haben aber keine Farbe. Dann will ich Light Blue, kann man da reinmachen. Okay, und das machen... Entschuldigung, Bone Meal und Indigo oder Lapis Lazuli. Bone Meal und Lapis. So. Okay. So, dann haben wir da 10 Stück von. Und jedes Mal nehme ich das Falsche. So, 10 Inverted. Light Blue von diesen Dingern hier. Brauche aber, glaube ich, noch mehr. Das sind doch 6 da drüben. Und auf der anderen Seite, obwohl auf der anderen Seite wissen wir noch nicht, wie viel da hinkommt. So, wir setzen erstmal die Lampen und gucken, wie das dann aussieht. Und ja, so haben wir uns durchgeruckelt. Ja, das Wasser füllt sich ja hier drin. Planmäßig. Ach, guck. Zack. Okay. Und ihr kommt dann hier rein. Gut, und dann müssten wir nur mal warten, bis es Nacht wird. Und dann schauen wir mal, ob die auch leuchten. Weil das sind doch inverted und die müssten doch die ganze Zeit leuchten, ne? Ja. Ich weiß das nicht, ist auch egal. Wir haben es auf jeden Fall hergestellt. So, ach hier kommen die ja auch noch rein. Dann haben wir doch zu wenig. Dann haben wir doch zu wenig. 1, 2, 3, 4. Okay.
dann halt wann anders nochmal herstellen. So. Eine, das kommt wieder zu. Ja. Ich habe gar keine. Nee, aber lass uns doch mal die Elviary setzen. Sprung. Übers Wasser und. Uhu. So, hier wollen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guck mal gar nicht mehr so lange hin. Hm. Gut. Ach ja, die Wrath Lamps wollte ich ja noch machen. Dafür nehmen wir uns mal ein bisschen Eisen. Das brauchten wir, soweit ich weiß. Dann nehmen wir uns so einen Block aus Eisen, setzen den mal dahin, legen das mal so weit zurück und so, wir brauchen TNT, Sand und Gunpowder. Gunpowder. Wie viel TNT brauchen wir? So, und Sand haben wir hier oben noch ein bisschen drin gehabt. Na, jedes Mal gehe ich an das falsche Teil da dran. Was soll denn das? So. Dann haben wir also TNT. Das kommt doch nicht hier rein, oder? Hm. Ich meine, was macht denn das für einen Sinn? Naja, egal. Wir gucken einfach. Obsidian. Vier Stück. Und einen süßen kleinen Diamantblock werden wir noch brauchen. Haben wir ja zum Glück. Genug. Block of Diamond. Doch, Tatsache. So, dieses Teil kommt jetzt in einen, was wir nicht haben, Stamper. Das ist das hier. Und dafür brauchen wir Crafting Table, Eisen, Piston. Hm. Ein Piston. War das Cobblestone? Ja, Cobblestone. Dann Eisen. Und wir brauchten, was ist das? Ein Crafting Table. Ah. Okay, das sind aber nur dieses Auto-Crafting-Table. Dann nehmen wir ein bisschen Holz. Und das kommt mal hier rein. Dann haben wir also das hier. Wo stellen wir das denn hin? Ach, einfach mal hier rein. Total egal. Und dann das da. Peng hat's gemacht. Habt ihr das gehört? Und wir haben 18 Diamond Shards. Hat er mir jetzt was kaputt gemacht? Nee. So. Lass uns doch mal schauen. Wir brauchen jetzt einen Netherbrick. Einen Netherbrick. Und einen davon. Und wir haben einen Wrath Igniter. Und damit müssen wir das Ding jetzt hier irgendwie anzünden. Oh, ich glaube, das war jetzt nicht richtig, oder? Ist das jetzt? Macht er das jetzt alles kaputt hier? Ah! Hilfe! Wenn jetzt gleich mein Haus brennt, ne? Das wäre jetzt nicht so super. Also, was heißt nicht so super? Das wäre ein bisschen blöd. Oh Mann.
Oh Mann, ich wusste doch. Kacke, das brennt. So, Block of Dark Iron. Zack, so kriegen wir 4 Dark Iron. Dass das aber alles brennt, ne? Das fand ich jetzt nicht so schön. Dann nehmen wir uns hier nochmal so einen mit. Das kommt nämlich dahin. Das kommt zurück. Dann kommen, glaube ich, kommt das so. Ist kein Produkt von Apple. Ein iRes. Ein Ratlamp. So. Ach so. Moment. Da hatten wir doch hier schon mal was aufgebaut. Ich habe da mal was vorbereitet. So. Und eine Ratlamp bekommen wir da raus. Das ist ja traumhaft. Ich brauche aber bestimmt mehr von den Lampen. Oder ich will mir mehr machen für meine Fabrik. Weiß ich nicht. Naja, ist egal. Auf jeden Fall wissen wir jetzt erstmal, wie wir das ganze Zeug herstellen. Ist ja doch schon sehr aufwendig, ne? Wenn du so willst. Gut, jetzt haben wir aber hier die Diamond Shards. Ah, komm. Dann machen wir uns da mal. Kann man da immer nur eins von haben, oder wie? Wie doof. Nehmen wir noch mal ein bisschen Eisen mit. Was ist denn hier mit dem ganzen Kram? Das kann doch auch mal weg. Hier. So, 1, 2, 3. Damit gehen wir aber jetzt mal raus. Das setze ich mir dann hier hin, bevor mir da wieder irgendwie alles abfackelt. So, mein Wrath-Igniter. Ah, okay. Das hätte ich gar nicht so oft draufhauen müssen. Das brennt auch so. So, und hier meine Farm. Okay. Ah, alles klar. Wunderbar. Hallo? Ist das jetzt verbrannt oder was? Seid ihr denn doof? Ihr könnt doch nicht einfach meine Eisen verbrennen. Ah, na wie klasse. Na, das war ja spitze. Super Aktion jetzt von mir. Sehr geil. Zack. Lampe Nummer 2. Huhu. Ach komm, den Rest legen wir erstmal zurück. Genug gespielt hier. Netherbrick, okay. So, 2 Razz Lamps haben wir. Die könnte ich ja auch mal draußen in meinen Garten setzen. Na, wo wir jetzt schon sowas Tolles hier haben. Aber nein. Nein, machen wir nicht. So, was brauchten wir für da? Ach ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Glas. Und dann können wir doch schon mal weiterbauen. Nee, Moment. Wir legen uns erst eine Runde hin. Und können jetzt weiterbauen. Ah, das ist ja blöd, dass das hier verbrannt ist. Ist das normal? Kann das passieren? Passiert das nur bei mir? Ach, wer weiß. Lauf doch. So, ich finde trotzdem, das hat schon irgendwie einen gewissen Style-Faktor hier, meine Fabrik. Style-Faktor hat aber auch das hier. Das könnte ich auch mal wieder mitnehmen, ne? So, 1, 2, 3, 4. Ich habe keine Erde mehr. So. Na, super. Was haben wir hier? Kohle brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Dann. Was ist denn hier? Achso, Fackeln. Klar. So,
Fackeln. So. Aber ich glaube, ich setze mal so eine, so ein Razz-Lamp setze ich dann da vorne rein. Also in meinen Eingangsbereich. Also hier drin. Das nehmen wir mal ab. So. Wo mache ich denn hier mal irgendwie zu? Oder bleibt das so offen? Ich weiß es nicht. So, lass mich mal so eine Razz-Lamp hier nehmen. Habe ich hier eigentlich eine Mitte drin? Bin mir da gar nicht sicher. Nee, ich habe keine Mitte. Junge, Junge. Der macht das aber schon schön hell hier. Das ist ja klasse, du. Traumhaft. Boah, und der macht das auch super schnell voll. Wie geil ist das? Okay, dann setzen wir weiter Glas. Und die andere Lampe heben wir uns auf. So, hier draußen kommen ja überall eh noch Lampen hin. Die wir dann da drüben auch schon reingesetzt haben. Wie gesagt, je nachdem, was für eine Farbe der Tank dann hat. Also hier kommt zum Beispiel das Benzin rein. Also kommt da so eine gelbe Lampe oder so hin. Da hinten kommt das Öl rein, dann kommt da so eine schwarze Lampe hin. Dann habe ich quasi ein Ambilight in meinem Kraftwerk hier. So. Und dann müssen wir uns dann auch schon in der nächsten Folge ein Treppenhaus nach oben bauen. Denn in der oberen Etage geht es ja dann weiter. Nö. Da kommen ja dann die Maschinen hin. So. Hier. Kein Glas, doch da. Dann ist das auch so. Viele Fenster haben wir nicht mehr. Und dann kommen wir an das Ende. Tja, ich bin mir noch nicht im Klaren, was ich mir für eine Treppe machen soll. Soll aber eigentlich nur eine schmale werden. Also soll jetzt nicht so ein Riesentreppenhaus sein. Oder mache ich doch so ein großes Treppenhaus dahin? Tja, weiß ich noch nicht. Lass ich mir spontan einfallen. Immer getreu dem Motto, nicht kleckern, klotzen. Wir haben es ja. Dann haben wir wenigstens Verwendung für die ganzen Materialien, die wir hier verbauen. Und je länger wir hier bauen, umso eher ist dann unser Aviary fertig. Den wir jetzt mittlerweile seit, keine Ahnung, 3 Folgen versuchen zu bauen. Aber die Carpenter, die sind ja halt nun mal so langsam. Da kann ich nichts für. So. Gut, das war's dann hier. Und hier würde ich aber auch sagen, kommt dann auch. Also hier, das kommt mal weg. Hier kommt ja dann die Treppe hin. Tja, und ich kann ja mal testweise probieren, wie das mit der Treppe ist, wie das dann aussieht, wie ich mir das so vorstelle. Also, warte mal, dreh dich mal um. Hallo? Hier. Ich könnte... So, hier kommt dann die Treppe hin.
So. Genau. 1, 2, 3, hier auch 3. Und hier geht's dann weiter. Drei haben wir da auch gehabt. Ja, also so, man kann in etwa erahnen, wie die Treppe werden soll. Ich muss jetzt einfach nur mal schauen, ob das denn auch vom Platz hinkommt. Hätte ich ja vielleicht vorher mal ausrechnen können, ne? So, warte mal, hier haben wir auf jeden Fall 1, 2, 3 und dann die Plattform. 1, 2, 3 und da drüben kommt dann... Dann kommt da die Plattform hin. Ah, jetzt habe ich wieder nichts an Baumaterial. Also, ihr seid live dabei bei einem Let's Creative oder Let's Brainstorm. Ich teste jetzt einfach mal, wie das denn aussehen würde. So. 1, 2, 3, war doch richtig, ne? Genau, 1, 2, 3 und der letzte ist dann die Plattform. Ja. Ne. Gut, dann... So, mal schauen... Dass wir dann hier wieder hochbauen. So, 1, 2, 3. Und das ist die Plattform. Jedoch, das kommt aber in etwa hin, glaube ich. Dann haben wir hier so ein Treppenhaus. Wie gefällt euch das? Mir gefällt es gut. Ich hoffe, euch auch. Na? Und wenn nicht, dann ist eh zu spät. Bis ihr da geantwortet habt, habe ich das gebaut. So. Trotzdem wollte ich das noch mal fertig bauen, nur so testweise. Nein. So. Drei rüber. Eins. Hallo? Zwei, drei. Okay. 1, 2, 3. So, und hier geht's dann weiter. Können wir das direkt so schön aus Erde lassen, das Treppenhaus? Das hat doch auch Stil. Ist aber für eine Fabrik, ist das doch super. Ne? Naja, so in etwa kommt das hin. Boah, guck mal hier. Da glaubt mir keiner, dass ich das nicht vorher getestet habe. Junge, Junge, du. Guckt euch das mal an, du, was der Reduce hier drauf hat. Boah, wie geil ist das. Ja, also, so, wir haben dann ein Treppenhaus. Ein relativ schmales zwar. Aber das ist ja egal. Hier kommen dann auch noch so schöne Pfeiler hoch. Oh, wie cool. Ja, so wird dann mein Treppenhaus. Also. Traumhaft. Aus was für einem Material baue ich das denn? Das weiß ich noch gar nicht. Ja, also, da ist dann mein Treppenhaus. Das gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Boah. Dann wissen wir auch so in etwa, wie... breit das hier sein kann. Das geht nämlich dann bis hier. Ja, dann holen wir uns doch jetzt mal einen Moment. Warte mal, das geht. Also hier ist die Wand. Dann können wir hier mit dem Glas wieder anfangen. So. Dass wir hier auf jeden Fall schon mal vorankommen, dass das hier fertig wird. Sehr gut.
Ah, ich bin so ein bisschen euphorisiert gerade von mir selber. Von dem schönen Treppenhaus. Also ich finde es wirklich schön. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob das dann auch mit den Treppen passt, wenn ich da auch Treppen hinsetze. Oder ob das dann alles doof aussieht. Aber das testen wir dann schon. Das machen wir aber dann erst in der nächsten Folge. Denn heute ist die Zeit denn im Prinzip auch schon um. Wir setzen jetzt drüben nur noch das Glas ein. Ja, das war es nämlich hier. Setzen wir hier drüben das Glas noch ein. So. Hier kommt das. Also kommst du hier hin. Ja, müsste so passen. Okay. Gut, und die letzten paar Bahnen können wir eben auch noch schnell ziehen. Ne? So, und guck mal, wie sich mein Wassertank hier schön füllt. Das ist doch klasse, oder? Ich werde niemals so viel Wasser wahrscheinlich brauchen, wie ich hier drin habe in dem Tank. Ich meine, wofür auch? Aber ist egal. Gehört da irgendwie rein und gefällt mir. So, wie viel Glas habe ich eigentlich noch? Ah, müsste aber auch passen, im Prinzip. Ne? So, ja, schaut mal hier. Das ist doch klasse. Das ist fertig. Jo, dann nur noch hier hinten das Treppenhaus dran und die untere Etage ist, wenn man so will, dann fertig. Ja, dann käme man hier ins Treppenhaus. Mache ich das dann auch aus schwarzen Steinen oder aus weißen Steinen? Ach, ich weiß es nicht. Gut, jedenfalls hier wäre es dann auch fertig und da muss ich mir dann auch noch irgendwann die Decke einziehen. Tja. Gut, dann werde ich als nächstes das Treppenhaus fertig machen und dann die anderen Sachen, also die obere Etage muss da ja auch noch drauf, wie gesagt. Oh Mann, wir haben immer so viel zu tun. Du bist ein lustiges Teil. Aber komm, wir gehen noch mal eben schnell nach unseren Scanted Panelings schauen, ob wir da eventuell was nachlegen müssen. Also Seed Oil oder ach, oder warte mal, im Prinzip müssen wir das Ding bestimmt erstmal leer machen, ne? Ja, war mir fast klar. Na toll. Und du machst nichts? Ach so, du hast nichts mehr. Ja. So, damit war es das aber auch schon für heute. Ich glaube aber mit den Scanted Panelings, die ich habe, werde ich das jetzt schaffen, dass ich hier alles fertig baue. Und warte mal. Das können wir doch nochmal machen. 8. Nee, es reicht immer noch nicht. Na, wie ärgerlich. Kannst du mal aufhören, immer an meiner Tür hier zu klopfen? Du machst sie noch kaputt, mein Freund. Na, komm rein. Einer nach dem anderen. Gut, tot. Wir legen uns hin. Und dann setzen wir noch zu guter Letzt die letzten Alvearys. Und dann brauchen wir noch, ich glaube, warte mal. 3 Stück müssen wir danach noch brauchen. Glaube ich. Ja, hey. Hallo? Unfassbar. Gut. Ich werde von mir selber angegriffen. Ich habe nichts mehr zu essen. Ja, das war's aber dann für heute. Also, für die nächste Folge wissen wir dann, was wir alles zu tun haben. Treppenhaus, Aviary und so weiter und so fort. Wir haben viel zu tun. Packen wir es an. Also dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.